Wie entstehen die Wüsten? Rund ein Fünftel der Kontinente ist mit Wüsten bedeckt. Gebiete, in denen gar keine oder nur sehr wenige Pflanzen wachsen. Die meisten Wüsten befinden sich in den Subtropen an den nördlichen und südlichen Wendekreisen, wie die Sahara. Vom Äquator aus kommt trockene, wolkenlose Luft in diese Gebiete und sorgt für Hitze und Trockenheit über das ganze Jahr. Die Gobi in China gehört zu den sogenannten Regenschattenwüsten. Die im Süden gelegene hohe Gebirgskette des Himalaya wirkt wie eine Wolkenbarriere. Sie lässt nur wenig Niederschlag über ihre Gipfel ziehen. Auch kalte Meeresströme führen zur Wüstenbildung, wie an der westafrikanischen Küste in Namibia. Sie verhindern, dass feuchte Luft das Land erreicht. Sogar die Polargebiete sind Wüsten. Hier fallen nur sehr geringe Niederschläge und es ist so kalt, dass Wasserdampf direkt in der Luft gefriert. Wüsten entstehen also vor allem durch Wassermangel. Es sind Gebiete, in denen jährlich nicht mal 200 mm Niederschlag fallen. Mit der globalen Erwärmung verändern sich die Niederschläge, deren Verteilung und Intensität. Das kann zur weiteren Ausdehnung von Wüsten führen und zur Entstehung neuer. Der Mensch spielt bei dieser sogenannten Desertifikation wohl die wichtigste Rolle. Der industrielle Anbau durstiger Nutzpflanzen belastet nicht nur die Böden, er verschlingt auch riesige Wassermengen. So hat die intensive Landwirtschaft dazu geführt, dass der Aralsee austrocknet und der einst fruchtbare Boden versandet. In vielen Regionen ist der Grundwasserspiegel schon dramatisch gesunken. Auch Viehzucht fördert die Ausbreitung von Wüsten. Zu viele Tiere auf einer Weide schädigen die Vegetation, die den Boden schützt. In Südamerika werden Regenwälder für Holzexport und Rinderzucht gerodet. Die abgebrannten Flächen lassen sich nur kurze Zeit als Weide nutzen, bevor sie ihre Fruchtbarkeit verlieren. Jedes Jahr wachsen die Wüsten um 70.000 Quadratkilometer, eine Fläche so groß wie Irland oder der Viktoriasee in Afrika.